Wenn Sie mich fragen, was sich in Salzgitter verändert hat, wo es sichtbar ist, will ich Ihnen nur drei Dinge sagen. Erstens, die Tafel. Die Tafel hat jetzt so einen Zulauf bekommen, dass sie es nicht mehr schafft, alle Leute zu versorgen. Wir leben angeblich im besten Deutschland aller Zeiten und die Tafel, eine Nichtregierungsorganisation, versorgt Tausende von Menschen in Salzgitter und der Andrang ist jetzt so groß geworden, dass sie SOS rufen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn Sie durch die Stadt gehen, werden Sie überall Müll sehen. Die Leute lieben ihre Heimat nicht mehr, weil sie sich damit nicht identifizieren. Das ist Folge der verfehlten Integrationspolitik. Und der dritte Punkt ist auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof nehmen die Spannungen zu zwischen den verschiedenen Gruppen. Auch hier gelingt es nicht, einen Ausgleich, eine Wertegemeinschaft zu vermitteln. Das sind drei ganz wesentliche Punkte, die die Menschen tagtäglich hier in Salzgitter erleben.